Hey Leute, ganz recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und ganz herzlich willkommen zu einem neuen World of Warships Video. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht und ich dachte mir, ja, zum Einspielen fahren wir mal ein bisschen die Numax, also die New Mexico, Numax nenne ich sie gerne, Stufe 6 Schlachtschiff der Amerikaner. Kurzum, wir sind nicht sonderlich schnell, wir haben aber einen relativ kleinen Wendekreis und eine ganz gute Ansprechzeit vom Ruder, 10,8 Sekunden. Ja, Hitpoints haben wir 43, 200 und panzerungstechnisch ist es so all or nothing ausgelegt. Also wenn wir jetzt mal hier so das wegnehmen, ja, da sieht man es dann schon, ne? Da ist eure Panzerung, alles andere ist so ziemlich Papier. So. Also ohne langes Gequatsche auf ins Gefecht. Und da sind wir auch schon auf der Map Two Brothers. Wie wir sehen können, sind wir nicht ganz Top-Tier. Wir haben Colorado im Gegnerteam. Wir hoffen einfach mal, dass wir die nicht abkriegen, Die Schlacht sondern beginnt. dass die woanders hinfährt. Wir haben eine Independence als Carrier auf beiden Seiten und hoffen einfach mal, dass uns nicht unbedingt gleich die Torpedobomber um die Ohren fliegen. Des Weiteren gibt es News. Und zwar haben die ersten Leute durchblicken lassen, dass die britischen Schlachtschiffe, also die gesamte britische Schlachtschifflinie, sehr bald bei den Testern, Supertestern und einigen YouTubern ankommen wird, die dann einfach mal, also hauptsächlich natürlich Community Contributor, die dann die Schiffe testen dürfen. Und dementsprechend ihr Feedback abgeben dürfen. Die dürfen meistens dann noch nicht so wirklich was viel zu den Stats sagen. Aber die Tatsache, dass wir diese Info jetzt mittlerweile haben, lässt doch hoffen, dass die Dinger bald kommen. Ich persönlich freue mich ganz besonders auf die Revenge-Klasse und auf die Nelson-Klasse. Aber auch die Lion wäre ganz interessant. Und auf den 9er und 10er bin ich ganz besonders gespannt bei den Briten. Wir haben ja auch noch die Warspite. Ich vermute, da wird noch ein Schiff dieser Klasse im Tree landen. Mal gucken, was das sein wird. Außerdem natürlich King George, der 5. Klasse, ja. Da waren ja viele, viele Schiffe. Duke of York, Prince of Wales, natürlich King George, der 5. selber. So, jetzt, ja, drehen wir hier ein bisschen ab, denn wir wollen nicht direkt gebuttfuckt werden. Ha? Also. Habe ich guten Lead? Ja! Yeah. Guckt euch das an. Auf die Entfernung. 4000. Nice, oder? ja. Ich hatte mit den britischen Schlachtschiffen damals in Navy Field nur Feindkontakt, da ich hauptsächlich die Deutschen, die Franzosen und die Amerikaner gespielt habe. Falls einer von euch sich noch an Navy Field erinnern kann oder selber Navy Field gespielt hat, kann das ja mal gerne mitteilen. Einfach nur in die Kommentare schreiben. Ich persönlich habe Navy Field gefeiert, das war geil. Ja, den ersten Teil, den zweiten haben sie einfach komplett versaut. Den ersten Teil habe ich recht gerne gespielt und daher kenne ich halt auch die Namen einiger Schiffe der Briten. Ja, zum Beispiel Revenge-Klasse halt. Ein Schiff der Revenge-Klasse wurde ja, die Royal Oak, wurde ja in Scapa Flow versenkt. Von einem deutschen U-Boot Ass von Prien. Also nicht von Prien, sondern er hieß Prien. Günther Prien? Ist er Günther Prien? Wer weiß, ob er Günther Prien heißt, schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Ja. Falls das einer weiß, macht es. Auf jeden Fall. Ja, mitten in der Nacht in Scapa Flow aufgetaucht das U-Boot und einfach mal ein oder zwei Torpedos reingejagt und feiern. Und da haben wir Feindkontakt auf ungünstiger Position. Mist, den anderen habe ich glatt verkackt, ey. Den hätte ich nicht kriegen können. Ja, wie ihr sicherlich an meiner Hafengarage oder an meinem Hafen mal gesehen habt, verfüge ich hauptsächlich über Schlachtschiffe.
Woran liegt das? Weil ich ein absoluter Schlachtschiff-Fan bin in diesem Spiel. Und auch generell. Kreuzer finde ich auch noch ganz cool. Ich bin da gerade dabei, so ein bisschen die deutsche Kreuzerlinie für mich zu entdecken. Bin momentan immer noch bei der Karlsruhe, aber das sollte sich bald ändern. Ich denke mal, ich werde das. Es ist alles daneben gegangen. Habt ihr das Alle gesehen? Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja, ich kann nichts gegen den machen. Da ist eine Insel dazwischen. T22 ist da auch noch. Du ahnst es nicht. Okay, wir haben gleich wieder nachgeladen. Ja, wie gesagt, ich bin halt hauptsächlich eher so. Oh Gott, jetzt kriegen wir eine Fresse. Da haben wir Glück gehabt. Ah, wie sieht es an? Ich bin hauptsächlich Schlachtschiffkapitän. Und weil das so ist, ich bin zu weit vorgehalten. Ah, geht. Weil das so ist, habe ich mich natürlich besonders mit Kreuzern noch nicht so beschäftigt. Obwohl ich die cool finde. Es gibt einige Kreuzer, die ich gerne hätte. Aber ganz besonders schlecht spiele ich im Übrigen Zerstörer. Falls ich mich mal zum Affen machen soll, dann könnt ihr auch das gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil dann könnt ihr mir mal wirklich beim Versagen zugucken. Glaubt mir, das wird spektakulär. Das kann ich nämlich so überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich mal versucht, so eine Art ja, Schiffsreview zu meinem Zerstörer zu machen. Ging leider ziemlich schief. Weil ich komplett skilllos bin, was das angeht. Ja, also es ist echt. Es ist, was das angeht, ziemlich brutal. Ja, ich habe den Zerstörer gesehen. Macht euch da keine Sorgen. Das Problem ist, dass ich gegen den jetzt nicht viel machen kann, außer wegrennen. Torpedos 8 aus! Torpedos 8 aus! Torpedos 8 Wir werden aus! fressen. Wir haben einen Aber das gegnerischen geht. Zerstörer versenkt! Okay. Einer geht, einer ist vertretbar. Jetzt wenden wir unser Schiff mal und hoffen, dass wir da von der New York noch was abkriegen. La Gasolinieri? Kenne ich gar nicht. Macht mir wirklich nichts. Ist auch Daumen. ja, ich denke mal, ich werde jetzt so nach und nach auch ein paar Schiffsreviews machen zu meinen Schlachtschiffen. Und vielleicht werde ich auch noch ein paar geschichtliche Fakten rauskramen, um euch quasi auch noch ein bisschen mehr Feedback zu den Schiffen zu geben. Dass ihr wirklich wisst, was steckt hinter den Schiffen, denn die meisten Schlachtschiffe hier haben auch eine wirkliche Geschichte. Natürlich gibt es ja auch welche, die sind so, sagen wir mal, ja, die sind halt experimentell. Da ist halt jetzt nicht wirklich was an Geschichte da. Aber. Aua! Oder hat er ganz gut getroffen, da muss man ihn lassen. Mich doof oder steht der tot im Wasser? Nee, der ist nicht tot im Wasser. Das sah so aus. Ah, schade. Aber na gut, wir bleiben mal so ungefähr auf dem Winkel. Panzerung immer anwinkeln, ist wichtig. Halten wir erstmal noch was ab. Wir sparen uns unsere Reparatur, oder? Ja, erstmal sparen wir sie uns. Ja, jetzt fährt er natürlich außerhalb unseres Bereichs. Okay, irgendwas schießt da. Ist da noch was? Ja, nein, vielleicht kreuz an. Wohl nicht. So. Wir versuchen jetzt irgendwie wieder
ein Ziel auf das Schlachtschiff zu bekommen. Denn das ist das Einzige, was wir hier so wirklich abkriegen. Obwohl. Wir lösen mal unsere Reparatur aus. Und halten ein Auge auf unseren eigenen Cap. Der jetzt dreht er um. Er hat gemerkt, dass er von da ziemlich viel abkriegt. Das Schlechte ist für mich jetzt natürlich, dass ich dementsprechend nichts machen kann. Kann ihn also nicht bekämpfen. Ich bin detected, trotz der Rauchwolke. Oh Gott, ist da ein Zerstörer drin? Oh Gott, habe ich so gepennt, dass ich hier einen Zerstörer übersehen habe? Das wäre doch hässlich. Ich bin detected, aber nicht durch Flugzeuge. Okay, eine Salve kriegen wir noch auf das Schiff. Wir warten kurz ab. Lenkt er irgendwo hin? Er lenkt. Jetzt drehen wir unsere Kanonen nach vorne. Vier Treffer, das war recht ordentlich. Jetzt sollten die leichtes Spiel haben. Ich frage mich, warum unsere Schiffe da unten ihre HP nicht wirklich ins Spiel bringen. Das könnten sie nämlich ganz einfach tun. Aber ich denke, wir haben sogar gleich durchgekappt. Okay, was haben wir da? Das ist eine Bayern. Eine Bayern ist ein harter Gegner. Das ist quasi so ähnlich genau dasselbe wie wir. Das ist New Mexico. Unser Team hat die Führung übernommen. Okay. Da ist der halt wirklich aus dem Cap gefahren, weil es so. Wir hoffen jetzt mal, dass da eine Granate trifft. Wenn da eine Granate trifft, na, oder zwei, dann ist er Geschichte. Na, oh, um ihn rum alles eingeschlagen. Das ist sehr, sehr traurig. Okay, wir winkeln unser Schiff ein bisschen mehr an. Denn das werden wir jetzt gleich brauchen. Wir werden jetzt mal... Gut, der Zerstörer ist down. Wir haben jetzt noch 3 Sekunden. So. Ich hoffe, da sitzt was. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 2 Treffer. Das ist lächerlich. Okay. Aber das ist halt so. Ja, wir werden jetzt hier also... Aua. Oh, okay. Also er hat gesagt, er will sich mit uns schachten. Wir warten jetzt, bis wir nachgeladen haben. Okay, was hat er vor? Er macht genau dasselbe wie wir. Da sind wir gut ausgewichen. Jetzt bringen wir unsere hinteren Türme aufs Ziel, das ist wichtig. Und wieder rum. Der Junge hat was drauf, der macht quasi genau dasselbe wie wir. Wir sollten allerdings nicht zu dicht fahren. Guckt ihr, also einige von unseren BBs sind echt ein bisschen doll feige, muss ich sagen. Die ziehen sich so hart zurück, obwohl es nicht nötig tun würde. Und das war jetzt ein ganz, ganz grober Fehler. Seht ihr, in dieser Situation habe ich mich tatsächlich darauf verlassen, dass mein Team hier irgendwie mir zur Hilfe kommen würde. Komm schon, Türme, Türme, Feuer. Leider tut's das nicht. Und das hat leider zur Folge. Guck's dir an. Kongo hilft mir halt überhaupt nicht. Ja, ich habe hier halt irgendwie versucht, meine Hitpoints mit ins Spiel zu bringen, aber leider
hat das so überhaupt nicht funktioniert. Das könnte allerdings etwas Gutes werden. Nein, auch das ist nichts Gutes geworden. Ja, wenn wir in Brand gehen, dann sind wir so ziemlich im Arsch. Aber das war eigentlich auch meine Absicht hier. Meine Hitpoints so ein bisschen ins Spiel zu bringen, um irgendwie das Steuer noch rumzureißen. Oh, vielleicht wird das was? Nein, nicht wirklich. Na doch, 10.000. Oh ja, wir sind gleich weg. Schade eigentlich, ne? Wir haben uns echt... Ja. Wir haben uns ganz gut angestellt und ganz gut geschlagen, aber es hat leider nicht sollen sein. Wir sehen uns in der Kampfauswertung. In der Kampfauswertung eben. Ja, und da haben wir dann auch das Endergebnis. Es war ein Sieg und wir haben 119.497 Credits, 1097 Erfahrung und 55 freie Erfahrung. Wir haben 45.712 Damage Points zusammengefahren mit 40 Treffern, was ein bisschen wenig ist für 40 Treffer. Wir sind sehr oft abgeprallt. Wir haben ein Schiff versenkt, das war der Zerstörer, und wir haben 3 Treffer mit den Sekundärbatterien erzielt. Das ist nicht sonderlich viel. Jetzt schmeißen wir kurz einen Blick auf die Forschung. Wir haben 5.373 Punkte, aber wir brauchen 72.500 für die Stufe 7 Colorado. Und das wird definitiv ein Ziel werden. Wenn ihr das also sehen wollt, lasst dem Video hier ein Like da und abonniert den Kanal. Ich denke, dass ich jetzt jede Woche ein World of Warships Video reinschmeiße. Vielleicht 2. Ansonsten gibt es ja Montag bis Freitag auf jeden Fall Eurotruck. Ich will hiermit einfach ein bisschen das Ganze auflockern. Und deshalb abonniert den Kanal, wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt. Bis dahin tut ihr mir einen Gefallen und macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.